Auf meinem Kanal habe ich euch schon einige iPhone-Tipps und Tricks, Einstellungen und Features gezeigt. Und in diesem Video möchte ich euch gerne 15 weitere Funktionen und Features zeigen, die eher versteckt sind und die mit Sicherheit auch einige von euch noch nicht kennen. Sollten euch derartige Videos rund um das iPhone interessieren, dann lasst euch jetzt gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro die geheimen iPhone-Features an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Mit Sicherheit wisst ihr, dass die AirPods Pro Active Noise Cancelling unterstützen, also eine aktive Geräuschunterdrückung. Und dieses Feature bietet das iPhone selber auch. Und zwar, wenn ihr telefonieren möchtet, könnt ihr eben entsprechend eine Geräuschunterdrückung aktivieren. Und das funktioniert in den Einstellungen. Dort scrollt ihr ein bisschen runter zu Bedienungshilfen und daraufhin hier wieder weiter nach unten. Und zwar findet ihr hier dann den Punkt Audio visuell. Dort klickt ihr rauf. Und hier findet ihr dann den Punkt Geräuschunterdrückung. Und sollte das bei euch noch nicht aktiv sein, könnt ihr das hier jetzt aktivieren. Und dann wird eben eine Geräuschunterdrückung bei Telefonaten durchgeführt, was auf jeden Fall für eine bessere Telefonierqualität sorgen kann. Für die nächste Funktion bin ich einmal in die Kalender-App gegangen, denn hier gibt es eine Option, die sehr cool und praktisch ist. Und zwar habe ich hier einfach mal ein Testereignis angelegt. Und dieses könnt ihr ganz einfach bearbeiten, indem ihr dort draufklickt und dann hier eben auf Bearbeiten geht. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, wenn ihr zum Beispiel nur die Uhrzeit verändern möchtet. Denn ihr könnt auch ganz einfach das Event gedrückt halten und daraufhin hier ganz einfach verschieben. Und ihr seht auch schon, dass wir hier in 15 Minuten Schritten sozusagen vorgegeben bekommen, wohin wir das Event verschieben möchten. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Außerdem könnt ihr auch die Länge des Events verändern. Und zwar, indem ihr hier raufdrückt, gedrückt haltet. Und dann seht ihr, dass hier so zwei Punkte erschienen sind. Und an diesen können wir ganz einfach das Event verlängern. Das heißt, ihr könnt das Event ohne Probleme verschieben und verändern, ohne dass ihr es eben groß bearbeiten müsst. Die nächste Funktion ist wirklich richtig cool und zwar könnt ihr ganz einfach Radio abspielen über Siri. Und zwar müsst ihr einfach nur Siri öffnen und dann sagen, welchen Radiosender ihr hören möchtet. Und das werde ich jetzt hier einfach mal beispielhaft machen. Spiele Bremen Next. Und dann seht ihr schon, dass das Ganze hier eben abgespielt wird. Ich werde die Musik hier jetzt leise machen. Und dann wird eben entsprechend über TuneIn hier ganz einfach der Sender abgespielt. Das Ganze funktioniert mit öffentlich-rechtlichen Sendern, aber eben auch mit privaten. Und so könnt ihr ganz einfach ohne Probleme über Siri einen Radiosender abspielen. Für das nächste Feature bzw. den nächsten kleinen Tipp bin ich mal in eine Full-Size-App gegangen, vorzugsweise ein Spiel, weil meistens sind das eben Full-Size-Apps. Und dort seht ihr jetzt, dass wir hier auch nicht sehen, dass wir gerade im WLAN sind oder wie viel Akku wir noch haben. Das könnt ihr aber ganz einfach einsehen und zwar natürlich, indem ihr das Control Center herunterzieht, aber es geht auch viel einfacher und viel schneller und zwar müsst ihr einfach nur ganz leicht von hier oben nach unten ziehen, ohne dass ihr das Control Center sozusagen komplett runterzieht. Und dann erscheint das hier nämlich schon. Das heißt, ihr zieht nur einmal hier ganz vorsichtig und daraufhin erscheint eben schon hier die Akkulaufzeit. Und ihr seht, dass ihr im WLAN verbunden seid, also nur ganz leicht hier ziehen. Und dann öffnet sich das Ganze hier. Und das finde ich ist schon eine ziemlich coole Sache. So kann man so einen kleinen Überblick bekommen, wenn man gerade spielt, wie viel Akku das Gerät dann noch hat. Wenn ihr gerne an eurem iPhone oder auch am iPad Serien schaut, vielleicht auch mal auf Englisch oder in einer anderen Sprache und gerne Untertitel verwendet, dann könnt ihr diese zusätzlich konfigurieren und zwar geht das in den Einstellungen und dann scrollt ihr runter zu den Bedienungshilfen und dort müsst ihr ebenfalls nach unten scrollen und dann findet ihr hier die Funktion Untertitel und erweiterte Untertitel. Dort klickt ihr rauf und daraufhin kann man hier eben die Untertitel aktivieren und dann kann man diese hier bearbeiten. Das heißt, ihr könnt sehen, wie der aktuelle Stil ist. Das ist also einfach Text auf schwarzem Hintergrund. Ihr könnt aber auch den Text vergrößern, wenn ihr zum Beispiel nicht so gute Augen habt. Ihr könnt dann hier dazwischen klassisch wählen, Text in Konturenschrift. Und ihr könnt auch einen neuen Stil erstellen und so zum Beispiel die Größe anpassen. Wenn ihr eben nicht so gute Augen habt, könnt ihr eben die Größe ganz einfach verändern. Ihr könnt die Schriftschnitte verändern und vieles mehr. Ihr könnt die Farben verändern, die Deckkraft und so weiter. Das heißt, wenn ihr eben viele Serien, Filme und so weiter schaut, in unterschiedlichen Sprachen, gerne Untertitel verwendet und vielleicht nicht so gut sehen könnt, dann könnt ihr das hier entsprechend anpassen. Vielleicht seid ihr schon mal durch die Einstellungen gescrollt und daraufhin unter Allgemein habt ihr den Punkt Schriften gefunden und dort seht ihr, dass aktuell keine Schriften installiert sind und wenn man hier auf den App Store klickt, dann wird man einfach nur in den App Store weitergeleitet und es gibt keine Option, welche Apps man denn dafür installieren kann. Und ich zeige euch eine und zwar findet ihr
den Font Diner, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, und hier kann man verschiedene Schriften installieren. Manche kosten eben Geld, also das sind hier vorgeschlagene, die so und so viel Euro im Jahr kosten. Ihr könnt aber auch auf die Library gehen und dann seht ihr hier kostenlose, die ihr ganz einfach aktivieren könnt. Ihr klickt dann auf Installieren und daraufhin wurde das Ganze auch schon installiert. Also so könnt ihr hier ganz einfach verschiedene Schriften auswählen und diese werden daraufhin installiert. Und wenn wir dann wieder in die Einstellungen gehen, dann seht ihr schon, dass diese hier in den Schriften eben hinzugefügt wurden. Wir können da noch raufklicken, sehen dann hier noch weitere Optionen, können diese Schrift natürlich auch wieder entfernen. Und diese Schrift kann man iOS intern jetzt nicht verwenden, um irgendwie zum Beispiel hier die Schriftart zu verändern oder auf dem Homescreen verschiedene Schriftarten zu verändern. Aber ihr könnt diese Schriftarten eben verwenden, wenn ihr verschiedene Mails schreibt, wenn ihr in den Notizen etwas schreibt, in Pages, in Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen. Und dafür könnt ihr eben die unterschiedlichen Schriften ganz einfach installieren. Das nächste Feature finde ich persönlich richtig praktisch, und zwar ist das Weißpunkt reduzieren. Wenn ich dreimal hier auf die Seitentaste klicke, dann wird mein iPhone-Display dunkler, und das finde ich persönlich abends sehr praktisch, wenn ich irgendwie im Bett liege und das Display immer noch zu hell ist, kann ich das eben über einen Dreifachklick ganz einfach aktivieren und dann eben auch wieder deaktivieren, einfach hier raufklicken. Und das Ganze lässt sich einstellen in den Einstellungen. Dann scrollt ihr runter zu den Bedienungshilfen und dann ganz nach unten zu Kurzbefehl. Und hier habt ihr eben verschiedene Optionen, die ihr auswählen könnt als Kurzbefehl. Ich habe eben den Weißpunkt reduzieren an. Und dann, wenn ich dreimal auf die Seitentaste klicke, dann wird eben der Weißpunkt reduziert und dadurch wird das Display dunkler. Und wenn ich mein Display grundsätzlich komplett dunkel mache und dann auch noch den Weißpunkt reduziere, dann ist es so gut wie komplett dunkel und ich kann gar nichts mehr sehen. Aber wenn eben insgesamt es im Raum auch dunkel ist, dann ist das sehr angenehm. Beim nächsten Feature geht es um eine kleine Einstellung auf dem Lockscreen, und zwar wenn ich hier das iPhone einmal sperre, dann seht ihr hier oben das Schloss, und wenn ich jetzt das Gerät entsperre, dann sehe ich eben nur hier oben, dass das Gerät entsperrt wurde. Ich kriege kein haptisches Feedback oder ähnliches und weiß, dass das Gerät jetzt eben entsperrt wurde und ich nach oben streichen kann. Ihr könnt aber zusätzlich ein haptisches Feedback aktivieren und das finde ich persönlich ziemlich cool, weil dann merkt ihr zusätzlich, wenn ihr das Gerät in der Hand haltet, dass es eben entsperrt wurde. Und das könnt ihr ebenfalls in den Einstellungen aktivieren unter Bedienungshilfen. Und dann findet ihr hier den Punkt Face ID und Aufmerksamkeit. Und wenn ihr dort draufklickt, findet ihr hier unten Haptik bei erfolgreicher Authentifizierung. Das könnt ihr aktivieren. Und wenn wir jetzt wieder an den Lockscreen gehen und das Gerät per Face ID entsperren, dann kriegt ihr eine leichte Vibration, also ein leichtes haptisches Feedback und merkt, das Gerät wurde entsperrt. Habt ihr schon mal in Safari aus Versehen einen Tab geschlossen und wisst nicht mehr genau, welche Seite das war, was natürlich sehr ärgerlich sein kann, wenn es irgendetwas Wichtiges war? Dafür gibt es eine Funktion, die sehr praktisch ist, und zwar müsst ihr einfach nur auf das Plus hier unten gedrückt halten und dann öffnet sich ein zuletzt geschlossener Tabs-Verlauf, und hier könnt ihr dann ganz einfach durchscrollen und findet entsprechend die letzten Seiten, die ihr aufgerufen und geschlossen habt. Und so könnt ihr ganz einfach, wenn ihr irgendwas gegoogelt habt, auf irgendeiner Website wart oder ähnliches, die ihr aus Versehen geschlossen habt und nicht mehr genau wisst, wo das Ganze denn war, diese Seite wiederfinden. Bekommt ihr auch manchmal Anrufe von unbekannten Nummern oder unterdrückte Anrufe? Das kann wirklich sehr nervig sein und deswegen gibt es eine Funktion, womit man eben diese Anrufe ausschalten kann. Und dazu geht man in die Einstellung, scrollt herunter zu Telefon. Und wenn ihr da seid, dann scrollt ihr erneut herunter und dann findet ihr hier den Punkt unbekannte Anrufer stummschalten. Das solltet ihr aktivieren, dann werden nämlich irgendwelche Spam-Nummern, die euch anrufen oder ähnliches, direkt zur Voicemail weitergeleitet und ihr werdet gar nicht von diesem Anruf genervt, genauso wie verschiedene Nummern, die eben unterdrückt anrufen oder ähnliches. Natürlich sind wichtige Nummern wie irgendwelche Ärzte oder bestimmte Krankenhausnummern etc. davon nicht betroffen, sondern es geht wirklich um irgendwelche Spam-Nummern. Deswegen habe ich persönlich das hier immer aktiviert. Das nächste Feature kann ich wirklich sehr empfehlen, nutze ich jeden Tag und befindet sich in der Uhren-App. Ihr könnt nämlich hier ganz unten rechts auf Timer gehen und dann könnt ihr einen Timer einstellen, könnt hier unten das Timerende auswählen und natürlich einen Ton auswählen, oder ihr scrollt ganz nach unten und findet dann Wiedergabe stoppen, wählt das aus, klickt auf Einstellen und nach 12 Minuten wird eben die Wiedergabe gestoppt, die ihr aktuell eingestellt habt, zum Beispiel ein Hörbuch, Musik oder ähnliches. Und wenn ihr dann nachts euer iPhone benutzt, um ein Hörbuch zu hören, möchtet damit einschlafen, dann wird automatisch das Hörbuch nach so und so vielen Minuten pausiert. Und das Ganze funktioniert auch mit Videos, zum Beispiel in der YouTube-App wird dann eben nach diesem Beispiel 12 Minuten die Wiedergabe gestoppt. Und wenn ihr dann zum Beispiel nach 5 Minuten Display deaktivieren oder ausschalten aktiviert habt, dann wird dann auch das Display ausgeschaltet. Das heißt, ihr könnt ohne Probleme abends zum Einschlafen YouTube-Videos gucken.
Den Timer könnt ihr übrigens, wenn ihr ihn einmal programmiert habt, dann ganz einfach über das Control Center hier aktivieren. Das heißt, diese 12 Minuten sind jetzt aktuell auch auf Wiedergabe stoppen eingestellt. Das ist immer automatisch, was ihr in der Uhren-App eingestellt habt, hier dann eben entsprechend auch eingestellt. Und so könnt ihr dann eben ganz einfach das Ganze auch über das Control Center aktivieren. Das nächste Feature befindet sich in der Apple Karten App und zwar könnt ihr mit einer Hand zoomen und zwar natürlich ganz klassisch mit zwei Fingern Pinch to Zoom, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Finger zu machen. Dazu müsst ihr doppelt drücken und beim zweiten Mal tippen die Finger nicht vom Display lassen, das heißt einfach tippen und daraufhin könnt ihr direkt zoomen. Das ist ein bisschen knifflig am Anfang, nicht ganz einfach, aber ihr könnt eben tap tap und danach könnt ihr zoomen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn ihr es ein paar Mal probiert habt, ganz gut. Und so ist es eben möglich, entweder per Doppeltipp ganz einfach weiter rein oder Tipp und daraufhin könnt ihr dann eben beim zweiten Mal berühren, ganz einfach zoomen. Für das nächste Feature machen wir mal einen Screenshot. Dazu halten wir ganz einfach den Side-Button und den Lauter-Button einmal zusammen gedrückt und daraufhin wählen wir hier unten auch das Screenshot aus. Und daraufhin haben wir hier mehrere Optionen, indem wir hier unten auf dieses kleine Plus klicken. Und dann finden wir hier die Funktion Lupe. Und das ist ziemlich praktisch, denn ihr habt hier eben die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Bereich auswählen wollt, hier bei einem Screenshot vom Homescreen ist es jetzt nicht so sinnvoll, aber in einem Bereich, zum Beispiel in einem Text oder ähnliches, dann könnt ihr etwas hervorheben. Das heißt, ihr habt die Option, ein bestimmtes Bild hervorzuheben, einen bestimmten Textbereich oder ähnliches und diesen dann an Freunde zu senden, wenn ihr irgendetwas hervorheben möchtet. Das Ganze könnt ihr dann am Ende speichern. Natürlich könnt ihr theoretisch hier auch noch etwas unterstreichen, ihr könnt noch Text hinzufügen und so weiter. Aber ich finde die Lupenfunktion wirklich sehr praktisch, damit man eben bestimmte Dinge verdeutlichen kann. Ihr klickt am Ende auf Fertig und daraufhin auf In Fotos sichern. Und dann wird dieser Screenshot mit der Lupe gesichert, den ihr dann ganz einfach versenden könnt. Gehört ihr zu den Leuten, denen die Autohelligkeit echt auf den Sack geht, dann kann ich euch zeigen, wie ihr diese ganz einfach deaktivieren könnt. Und zwar funktionierte das früher mal über Anzeige und Helligkeit. Das ist leider aktuell nicht mehr möglich, also hier habt ihr eben nicht die Option, die Autohelligkeit zu verändern. Aber diese Funktion kann man immer noch aufrufen. Und zwar scrollen wir dafür zurück hier, gehen auf Bedienungshilfen. Und hier haben wir dann die gleiche Funktion sozusagen noch einmal, Anzeige und Textgröße. Und daraufhin können wir hier nach unten scrollen. Und dann findet ihr hier die Autohelligkeit, die ihr ganz einfach deaktivieren könnt, wenn ihr dieses Feature nicht nutzen möchtet. Und ich persönlich kann verstehen, dass man das lieber deaktiviert, weil es eben sehr nervig sein kann, wenn die Helligkeit vom Display sich immer manuell bzw. automatisch anhand der Helligkeit im Raum anpasst. Daher kann man das hier eben ganz einfach deaktivieren. Das nächste Feature kann in der aktuellen Zeit wirklich sehr praktisch sein, wenn man versucht mit Apple Pay zu bezahlen im Supermarkt und dann eben mit Face ID das Ganze bestätigen muss, aber man ja aktuell einen Mundschutz dafür benötigt und diesen dann immer herunterziehen muss, dann erkennt Face ID einen trotzdem nicht und dann hat man eben erst beim dritten Versuch sozusagen hier die Option mit Code zu bezahlen, was sehr nervig sein kann. Es gibt aber eine Funktion, die ihr aktivieren könnt, damit ihr direkt euren Code eingeben könnt. Das findet ihr in den Einstellungen unter Bedienungshilfen. Und dann habt ihr hier die Option, auf die Seitentaste zu gehen. Das heißt, hier findet ihr die Seitentaste. Und dann kann man hier unten Code für Zahlungen verwenden, aktivieren. Und wenn das eben aktiv ist, was ihr hier auswählen könnt, dann werdet ihr, wenn ihr mit Face ID bezahlen möchtet, direkt darauf hingewiesen, dass ihr euren Code eingeben müsst und nicht erst euer Gesicht scannen müsst. Und das ist in der aktuellen Zeit, wo man mit Mundschutz einkaufen gehen muss, auf jeden Fall sehr praktisch. Bei der letzten Funktion handelt es sich um Siri und zwar, wenn ihr dieses per Hey Siri aktivieren möchtet, dann ist es eben möglich, das Ganze, auch wenn ihr euer Gerät zum Beispiel auf den Tisch legt und gelockt habt, trotzdem zu aktivieren. Und das ist eine ziemlich coole Sache, wenn ihr euer iPhone irgendwo im Raum liegen habt und möchtet dann zum Beispiel mit einem schnellen Siri-Shortcut bzw. mit einem schnellen Siri-Befehl euer Licht einschalten, dann funktioniert das auch, wenn euer Gerät irgendwo im Raum liegt und zwar auch mit dem Display nach unten. Dazu müsst ihr natürlich grundsätzlich Siri aktiv haben und Siri auch im Lockscreen aktiv haben. Und dann findet ihr in den Bedienungshilfen eine Funktion ganz unten bei Siri. Und zwar hier unten immer auf Siri achten. Und wenn das aktiv ist, dann wird euer iPhone auch darauf achten, beziehungsweise Siri wird darauf achten, wenn euer Display aus ist und das Gerät zum Beispiel auf dem Tisch liegt. Ihr könnt jetzt trotzdem Hey Siri sagen und das Ganze wird hier aktiv. Ihr konntet es eben kurz sehen. Hey Siri. Und ihr seht, das Ganze reagiert eben auch, wenn ich es hier liegen habe. Hey Siri. Und ihr seht,
Siri reagiert ebenfalls. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, so eine Art Alternative zu einem HomePod, um eben Smart Home zu ermöglichen, ohne dass man direkt einen HomePod kaufen möchte. Trotzdem kann man im Raum sozusagen eben diesen Befehl aufrufen und daraufhin zum Beispiel das Licht ein- oder ausschalten. Das waren jetzt insgesamt über 15 Tipps und Tricks bzw. Features, die iOS 13 bietet, in meinem Fall iOS 13.4.1. Und ich hoffe natürlich, dass für euch einiges Neues mit dabei war. Ich denke schon, selbst für iPhone-Cracks, die schon sehr lange iOS nutzen, wird das ein oder andere neu dabei gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Funktionen kennt, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, würde mich sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr auf jeden Fall gerne auch einen Daumen nach oben drücken. Möchtet ihr jetzt in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen, dann lasst auf jeden Fall gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!